Hallo, 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 hier ist wieder Schoki, genau so. Hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen, Haltungswechsel. Na egal. Heute ist der 26. August und Geburtstag hat Dr. Alban. Dr. Alban, kennst du noch? Ja. Der Zahn. Wenn ich an Zahnarzt denke, muss ich nicht mehr husten. Okay, tu mal weiter. Ja, auf jeden Fall hat er Geburtstag. Ach, happy Birthday, happy Birthday. Ja, happy Birthday to you. Genau. Dr. Alban, kennst du nicht Dr. Alban? Ja, doch, natürlich. Ja. Hello Africa, tell me how you doing. Das sagt er jetzt zum Beispiel nicht. Das war sein erster Hit, glaube ich. Echt? Oder Sing Hallelujah. Ja, der sagt mir Sing was. It. Ich kann mich noch erinnern, da war ich irgendwie 15, 16 oder irgend sowas. Da kam Sing Hallelujah und da habe ich meinen CD-Player, ich hatte ja so einen Wechsler gehabt. Mhm. So ein Sechsfach-Wechsel mit so Kassetten, wo dann man irgendwie diese CDs dann so irgendwie eingelegt hat. Und dann hat man den so reingeschoben. Und dann habe ich hier aufgedreht, Sing Hallelujah, Fenster auf natürlich bei mir, zu Hause, ist ja klar, in meinem Zimmer. Fenster auf und dann volle Kanne. Eat this, sing Hallelujah. Du warst also so richtig Fanboy. Ich fand nur das Lied ganz gut, danach habe ich nichts mehr gehört von dem. Ja, aber wie alle. Dr. Alban, genau, Dr. Alban war ja temporär mal irgendwie ganz groß. Aber am 26. August ist ja noch was passiert. Ja, 1972 zum Beispiel wurden von Bundespräsident Gustav Heinemann die 20. Olympischen Spiele in München eröffnet. Hat natürlich immer so ein bisschen den Faden Beigeschmack wegen dem dessen, Anschlag. Was passiert ist. Wegen dem Anschlag in 1972, aber seitdem ist ja zum Glück auch nicht wirklich was passiert an Olympischen Spielen, eher drumherum. Aber in München war halt am 26. August die Eröffnung. Genau. Und am 26. August ist aber auch der Grundstein gelegt worden zur Frauenkirche in Dresden. Und das war 1726. Ah. Ja, warst du schon mal in Dresden? Nein. Oh. Wow. Wow. Ja, auf jeden Fall, die Frauenkirche ist ziemlich cool da. Ja? Kann man so drumherum laufen auf dem Platz. Und die ist irgendwie hoch und rund und cool. Egal. Jedenfalls sollte man sie angeguckt haben. Und am 26. August 1726 ist der Grundstein gelegt worden. Dieses Wissen nehmen wir jetzt mit raus. Till denkt nochmal einen Augenblick drüber nach, ehe es irgendwann bei ihm schnaggelt. Macht aber nichts. Solange könnt ihr auf seinen Kanal gehen und könnt gucken, Till und sein Vlog, ja, seine Vlogs hier, was er alles da so einen ganzen Tag macht. Und ich sage, Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen.